Wir schnacken, wir hüpfen mal direkt rein, so, ne? Ohne jetzt großes Hin und Her. Muss ich Kai oder KFB anflüstern? Kai, ne? Ganz normal Kai. Auf Starbase. Hatte ihm eigentlich schon geschrieben, aber da kam bisher keine Reaktion. Wartet schon seit 20 Minuten darauf, dass ich einen Port kriege. Du hattest Kai, okay. Nee, Barangrim. Ich hatte ja, der Charakter existiert schon Ewigkeiten. Das Reloggen brauchst du ja nur, wenn du einmal, wenn du. Das Reloggen brauchst du ja nur, wenn du Dings, wenn du. Ach so, das meinst du, Barangrim. Ja, Medoran, wir haben ja wieder PvP-Event. Das kann ich ja nicht groß planen. Ich muss ja mich an den offiziellen Zeitplan halten. Und der offizielle Zeitplan ist, in 15 Minuten geht's los. Ich muss nur irgendwie darüber. Ich hatte jetzt gedacht, man könnte sich rüber teleportieren über den Insurance-Transfer. Allerdings ist der zu weit weg. Ja, kombinieren. Deswegen wollte ich dann gucken, ob ich da Kai transportieren kann, was ja auch in der Beschreibung steht, aber keine Ahnung, da kommt auch nichts. Weiß gar nicht, was da los ist. Ob der gerade AFK ist oder ob das irgendwie buggt ist oder so, oder kein Plan, was da los ist mit dem Event. So, wir machen schon mal dieses Overlay wieder ein. Da sind wir. Und dann mache ich schon mal die Kamera ein Stück rüber wieder. Und dann gehe ich schon mal ins Discord, auch ins Voice. Wer mitspielen möchte, logischerweise Team Gelb sind wir. Und dann einfach ins Voice kommen. Wer gezogen werden muss ins Streaming Voice, bitte kurz Bescheid geben, dass man euch da reinziehen kann. Zack. Und dann das wieder. Ich bin jetzt gerade in Rando 7, unten auf Origin 1. Und schau mal, ob ich gerade noch ein schönes Schiff finde. Zum Kämpfen. Mal was Neues halt. Und für ein Zäpfchen da. Okay. Der Tesseract. Okay, interessantes Schiff. Bam, bam, bam. Ah, Sieger. Alles klar, danke. Ich hätte Lauri versucht, aber Lauri ging nicht. Also versuchen wir mal Sieger. Ach, scheiße. So, wo gehen. Welches Schiff gönne ich mir denn? Die sollten ja auch oben bereit sein. Das sind ja als dieselben Schiffhangare. Dieselben Schiffhangars. Das sieht gut aus. Und dann da. Nur zwei Autocannons drauf allerdings. Gut gepanzert, aber. Okay, da ist der Teleport. Sehr schön. Muss ich nur auf den Gruppeninvite warten und dann passt das. Okay. Dann hüpfen wir schon mal rüber gerade auf. Jawohl. Da ist der Gruppeninvite von Kai. Exit-Invite. Und jetzt sind wir dabei. Perfekt. So. Du. Dann einmal ganz kurz rüberfliegen zu. Ganz kurz rüberfliegen zu Rando 7. Und wir fliegen, glaube ich. Schiffe spawnen, kannst du vergessen. Da spawnen Leute 12 mal die Sachen drüber. Ech. Das ist doof, Damage. Da brauchst du ein neues. So.
So, dann rüber zu Rando 7. Wo ist denn das? Wo dringt noch einen kleinen Flitzer für hier oben? Rando 4. Dürften da drüben sein, wa? Rando 1, Rando 6 und 7. Perfekt, da ist es. Dann eventuell einmal alle Sachen verkaufen. Guck mal beim Händler, ob du. Du bist kein Händler. Eventuell hast du irgendwelche Ghost-Items im Inventar. Und deswegen. Das wäre jetzt die wahrscheinlichste Lösung. Da würde ich mal gucken, dass du eventuell die austauschen kannst. Oder einfach mal so den Haken rauszunehmen für Items verwenden. So, das hier ist ein Miner, glaube ich, ne? Ja, das ist ein Miner. Was haben wir da drüben für Schiffe? Irgendein schönes, agiles Kampfschiff hätte ich gerne. Das ist nur ein Transporter. Der sieht halt gepanzert aus. Ist ein Miner. Hallo Terminator, grüß dich, na, wie geht's dir? So, aber ich glaube, hier gibt's gar keine guten Kampfschiffe in Rando 7, oder? Ah. Oh, hier. Was ist denn für einer? Die Vivi Bloody Singularity. Mit aufklappbaren Geschütztürmen, 8 Autocannons. Also 8 Autocannon-Geschützläufe pro Seite. Das ist schon mal ordentlich. Ordentlich Triebwerke, sieht auch gut gepolstert aus, die gute. Ist ein bisschen größeres Ziel. Panzerung ist was? Karodium vermutlich, oder? Hoffentlich, bitte, Karodium. Jawohl, okay. Das sieht nach einem guten Schiff aus. Das gönnen wir uns mal. Ich bin Yellow, aber ich weiß nicht, ob ich einladen kann. Ich kann es versuchen. Company, Roaster, Triss, Invite to Group. Ich glaube, ich kann dich nicht einladen. Du müsstest, glaube ich, mal Kai oder Sieger anschreiben. Ich kann nicht einladen. Ist entweder Kai oder Sieger. Einer von beiden sollte das können. Ich brauche ein bisschen Irmium. Irmium, Karodium, Bastium und Agisium. Okay. Das ist auf dem Testserver gerade. Heute ist Stationsangriffs-Event von Frozenbyte. So, dann mal 200 Bastium, 200 Irmium, 500 Karodium. Was fehlt denn noch? Agisium, okay. Agisium, da. Nee. Da. Zack. Dann kommen wir durch ein bisschen gleich zwei davon. Eins und zwei. So. Also es ist schon ich weiß nicht, wie viel der Test, aber die anderen Tests waren halt in der Woche. Ich glaube, das ist jetzt der Stationstest Nummer 4 oder so. Aber das ist der zweite, bei dem wir mitmischen. Hier war auch nochmal eine schöne Waffe gewesen. Ein schönes. Ach nee, das ist der mit dem Laser und dem Scanner dran. Ne? Wo bist du? Habe ich nur einen Transporter, oder? Ach nee, so Rocket Launcher, nee. Hält mich nicht mehr aus. So. Dann los. Einmal rüber auf die Landeplattform. Und das Schiff rufen. Nee, ist einfach nur Stationsangriffsevent. Das ist ein Standard-Test-Event für Stationsbelagerung. Da geht's raus. Mm.
Bis Weihnachten ist ja noch ein bisschen Zeit, ne? So, dann los. Wo ist mein Schiff? Wo ist mein Schiff? Die Vivi Bloody Singularity. Guck mal, dass wir die ja noch gedingst kriegen. Die wirkt schon echt mächtig. Ich hoffe, ich krieg die auch bewältigt, die gute. So, sind hier entweit. Was ist das für ein Button hier? Oh, das ist die Klappe, okay. Okay. Das ist die Hauptklappe, okay. Das ist der Cannon Charge. LCU, was ist denn der LCU? Kann man, was LCU ist, okay. LCU schaltet um zwischen 1 und 0. Okay. Coolant, Chamber Unit Rate. Das ist zum Hochheizen des Generators. Die können wir euch auf Vollgas lassen. Boost-Modus machen wir erstmal noch nicht rein. Außerdem erstmal ganz kurz das Spine Set Automatic. So. So, großen mache ich hier drauf. Feuer sollte klar sein. Wie mache ich denn die Klappen zu? Das ist das Weapon Fire. Warning. Refill 1, Refill 2. Was auch immer das zu bedeuten hat. Wie mache ich die Klappen dazu? Und wo sind der Transponder? Habe ich einen Transponder? Ich glaube, ich habe keinen Transponder, oder? Doch, Transponder Owner. Okay. Wo ist der Transponder? Der ist nicht da. Tastenbelegung. Cruise-Modus. FC Right Left. Rotation. Fuel 1. Hard Door. Fire. Prime Value. Refill. Panel. Stored Auto Cannon Power. Stored Heat. Turtle. Weapon Warning. Weapon Door. Okay. Machen wir um auf die 7. Und wo ist die ID? Wo ist Transponder? FCU, FCU, Frott, Fuelrod, Engine Room, Cruise, Polar Cabin. Ich habe einen Transponder, aber keinen Transponder-Button. Oh, was haben wir hier? Hard Door. Okay, ich habe da Sachen im Dings drin, ne? Item, Mounted Weapon, Hard Door. Hä? Ich bin gerade leicht verwirrt. Keine Ahnung, Träne? Vermutlich Träne? Okay. Okay, Runde 1 ist ein Go. Runde 1 ist Go. Runde 1 ist Go. Wir fliegen rüber zu Station Lauri FB. Ich habe noch nicht ganz rausbekommen, wie man die klappt, aber zumindest fliegt das Flugzeug. Wo ist denn Lauri FB? Wo müssen wir denn hin? Hallo? Hallo? Ah, was zum Fick? Okay, nicht genug Batteriepower. Oh, mein Escape-Menü geht nicht. Lol, what? Okay. Hallo. Hallo. Mein Escape-Menü geht nicht. Mein Generator will nicht. Weißt du, wohin müssen? Ich sehe es nämlich nicht. Ja, ich fliege jetzt
gerade in Richtung am Schwert. Ja, Siegers Station ist da auch in der Nähe. Siegers Station sehe ich auch nicht. Hellstrader. Warte, ich seh dich. Das ist Richtung Planet, Mond. Mein Schiff ist nur gerade komplett bescheuert. Ich krieg weder meinen Transponder an. Ich habe keine Ahnung, wo der Transponder-Button ist. Der Generator fährt nicht hoch. Und nichts läuft. Wo hast du. Ich hab dich gerade gesehen. Untere Hälfte vom Mond. So unten links. Ich hab vermutlich irgendwas mit dem Transponder falsch, aber ich krieg halt eben. Gerade mein Escape-Menü nicht auf. Fick die Hände. Was ist das gerade für eine Scheiße hier? Oh, okay. Steigen wir mal aus. Mein Escape-Menü geht gerade gar nicht. Okay, ich relock mal. Das geht ja gerade gut los hier. Ich kann nicht auslaufen, weil mein Escape-Menü nicht geht. Dein fucking Ernst. Okay. Du, geht nur Alter 4 gerade. Wenn das überhaupt geht. Ja, fuck. Wie hast du das angestellt? Ich hab keine Ahnung. Ach, Mist, ey. So. Nochmal. Starbase. Ja, das hat gar nichts mit den Schiffen zu tun irgendwie. Ich habe gerade irgendwie geschafft, das Escape-Menü kaputt zu machen. Ja, bei mir ist seit 2 Monaten die linke Alt-Taste kaputt. Das ist auch nervig. Oh, okay. Oh, das ist blöd. Und das Schiff halt, wie gesagt, ich hab nicht genug Saft auf dem Schiff. Ich verstehe nicht, warum. Einmal mit Profis. Moment, was? Nigel, was? Fuck. Ich komm da zu spät zur Party, Mann. Virus im YOLO, ja, genau. Hey, nur lad schneller, Starbase. Ich hab nicht den ganzen Dachzeit hier. Greifen wir eigentlich an, oder verteidigen wir? Wir greifen an, ne? Nee, wir sollen verteidigen. Oh, shit. Und das Battle ist auch ready. Ja, ich mache mal gerade Battle für euch, damit ihr was sehen könnt und versuche derzeit mal wieder irgendwie ins Spiel zu kommen. Jetzt habe ich den Buffer noch falsch gesetzt. Ach, es läuft wieder alles heute hier. Ja, ist immer so, die Events gehen ja, wenn die Bugs es gerade nicht wären. Und wenn ich halt schneller gewesen wäre mit dem Schiff und so weiter und so fort. Genau, das Gute halt auf dem Testserver ist halt eben das Gute, du hast halt eben keine Verluste. Großartig. So, da liegt das Schiff. Wo ist der fucking Transponder-Button hier? Wie schaltet man den Transponder ein bei dem Schiff? Wanted Weapon Fire. Wanted Weapon Fire. Okay, das ist alles Buttons. Okay. Ich muss, glaube ich, mal einen Button umbenennen gleich. So, und der Generator Unit Rate, die ist auf 100, okay. So, dann los. Was haben wir da? Transponder Active. Und der Active. So, scheiße. Genau, den brauche ich. So. Hä? Wieso kann ich jetzt nicht einschalten? Achso. Deswegen. So. Jetzt ist mein Transport hoffentlich an. Ja, unter mir sehe ich es. Wo ist jetzt die Station? Ich sehe es wieder nicht. Müsste von Arma aus unten links. Von Arma aus. Und ich bin von Arma gerade in irgendeine Richtung losgeflogen. Ich weiß gar nicht, wo Arma unten links ist. So, mal habe ich gerade die Transponder alle an. Mann, hör doch mal auf, ey. Dieses olle Schiff, ey. Was soll denn das? Was ist denn mit dem fucking Generator los? Ey, das fickt mich ja gerade voll weg. Settings, Transponder. Stationstransponder schalte ich mal an auf Max. So. Busdriver, Arma. Siehst du uns wieder ein paar Stationen hier? Ja, Düpsene, Mann! Es tut mir leid, Mann! Ich versuche ja gerade zu überleben und irgendwie was zu kriegen. Es tut mir leid, Mann!
Es geht alles gerade scheiße. Sorry. Wusa. So. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo dieses... Und dieses verfickte Schiff. Was ist da mit dem Generator los, ey? Das kannst du ja voll knicken, ey. Dieses Schiff geht mir ja gerade voll auf den Keks, ne? Ja, keine Ahnung. Einige haben auch nicht verstanden, was das heißt Transponder an. Da ist so NASA. Ohne Transponder, unglaublich. Ich kann nichts machen. Ich fliege meine Runde erstmal rum und hoffe, dass das Schiff dann irgendwas sich fängt mit dem Strom. Das ist ja mal richtig von Arsch gerade. Wir haben Leone Base hat 4 Kills und 5 Assists und damit bekommt Leone einmal einen Buster. GZ Leone an der Stelle. Und der Rest geht raus an Neidak und Trogash. Ich mache mal eine neue Dings auf. Neue Geschichte auf hier. Ah, diese Panik, ey. Ich habe dieses Schiff, ey. Ich glaube, ich habe das beschissenste Schiff ever rausgesucht. So, dann. Ich soll was hinstellen? Flying Rogues. Bin ich die denn gerade? Flying Rogues, da. Das Ding fliegt immer noch nicht geradeaus. So. Und dann sind wir ready. Okay. Ich mach mal die Weapon Charts aus. Dann hört auf die Waffe zu laden. Völlig unmöglich. Dieses Schiff kann nicht geradeaus fliegen. Der hat jemand ein Schiff gebaut, was nicht geradeaus fliegen kann. Ach, man muss den Kühler zuschalten. So, Generator Unit Limit? Nee. Socket Unit Rate Limit? Socket Unit Rate. Trotzdem nicht. Generator. Nee, die Generatoren laufen auf 99%. Die Generatoren laufen auf Vollschub. Das Ding ist auf voller Leistung. Und schafft's nicht. Wir sind gerade. Ich versuch's gerade beim PvP-Event dabei zu sein, aber das Ding hier ist. Das Schiff hier ist von Arsch. Das Schiff hier ist völlig von Eimer. Das Ding läuft. Die Generatoren laufen gerade auf volle Kante. Und die Batterie tiltet. Und es ist tiltet. Wer baut denn so ein Schiff, ey? Wow. Armor Station. Dann, such ich mal ein neues Schiff raus. Ich habe noch ein paar hier geparkt hier. So, wir sollten verteidigen. Ich gehe nochmal los. Dann nehme ich den Bloodhound ganz normal wieder. Spawn. Die war ja immer ganz gut. So, Crosshair, Transponder, Cruise Aim. Wo war der Button für die Klappe? Aim, Battle, Hatch, da. Crosshair. Aber nicht sogar auch eine Tastenbelegung dafür? Nee, hab ich nicht. Okay, geht auch so. Okay, wo muss ich jetzt hin? Modivel. Ich bin aus dem Hangar raus gerade. Ich will diese olle Station nicht. Nein. Settings, Transponder. Speed Limit ist aus. Receives Unknown Players. Antas, Melandre, Thü, Venti, Paint Route, Evelyn, Aura, Hellräder, Elegos, wie toll. Sieger Station sehe ich da. Ja, da in der Nähe. Da in der Nähe ist das. Lauri FB, da oben sehe ich es, okay. Dann mal los. Ich mache mal Transponder gerade noch aus. Wenn ich auf dem Flug bin.
Wo ist der Blueprint-Shop? Es gibt noch keinen richtigen Blueprint-Shop. Du kaufst aktuell nur Schiffe im Shop selber. Oder in den verschiedenen Schiffshops. Und dann hoffst du auf. Und dann kannst du. Oder du kaufst halt eben von Leuten direkt die Blueprint. Aber es gibt noch keinen. Noch keinen rein Blueprint-Shop. So. Jensa, du kommst nicht mehr zum. Also du kannst. Wenn du auf dem PTU jetzt joinst, kannst du entweder Sieger oder Kai anflüstern. Damit die dich transportieren, teleportieren und. Dann kannst du noch hierher kommen. Wenn die jetzt noch machen. Denk dran, nach dem ersten Mal Charakter erstellen, einmal reloggen auf dem Testserver, ansonsten kannst du nicht in die Gruppe eingeladen werden oder teleportiert werden. Wer sollte mit dem Vorletzten reinkommen? Habe ich noch nichts von gehört. Habt ihr was von, hast du was von einem Blueprint-Shop gehört? Nee. Also, es ist in den Progress-Notes, ist es glaube ich drin, aber das ist nur, woran sie gerade arbeiten. Das ist noch nicht in einem Patch-Note drin. Aber die letzten Patches habe ich auch gelesen. Ich habe nichts gelesen von einem Blueprint-Shop. Ich sehe auch gerade, dass ich mich eben wohl auch schon gedreht haben muss, weil in Wirklichkeit ist, wenn man von der Station aus startet, ist oben rechts beim Mond. Okay. So, ich bin jetzt hier an der Station. Ich mache mal ganz kurz Settings. Setz uns das Runde aus. So. Da sehe ich Freelancer und da ist Slicks. Der ist aber schon tot. Okay, Slicks ist schon hin. Da oben ist der Guldar. Liegt schon eine tote Leiche. Sind meine Waffen vorbereitet? Battle-Modus ist an, ja. Boah, fuck. Ich hatte eben recht lange durchgehalten, aber dann ist mir hinter einer Vollgeine reingerast. Das hat's dann doch erledigt. Ich sehe gerade gar keinen hier überhaupt. Da unten schießt irgendwas. Da ist, okay, da platzt gerade einer. Und da ist einer ohne Transponder hinten unterwegs, alles klar. Ja, ich weiß nicht, da sind ganz schön viele Angreifer ohne Transponder unterwegs. Ich weiß nicht, was das soll. Weil ich glaube, es hieß ja für beide grün. Wir sind beide grün. Ja, das Problem ist, du siehst wieder einen Haufen Transponder nicht. Aber ich hatte auch eben welche direkt vor der Nase und ich habe keinen Transponder gesehen. Ja, also eben habe ich gerade einen angegriffen und der war plötzlich dann grün. Das ist schon hin. Das hier ist die Station von Sieger da unten, was? Ja, ne? Ja. Nee. Das ist eine. Moment. Settings. Ah ne, das ist Arma, okay. Da unten wäre Arma und Siegerstation ist da oben noch, okay. Da fliegt gerade wieder einer ohne rum. Warte mal. Settings, Transponder. Company aus, Friends aus, Gruppenmember Max. So, jetzt sehe ich maximal meine Gruppenmember. Das sollte helfen, dass weniger Schiffe einfach so aufploppen. Fucking Sonne! Aber ich glaube, das ist keiner von uns hier. Aua, fuck. Aua! Na toll. Jo, lass mein Schiff weg. Das Ding ist, glaube ich. Nee, noch nicht. Er kriegt ein paar gute Salben ab, der Kollege. Aber er ist extrem gut gepanzert. Holla die Waldfee, ey. Uff. Bin dabei, Terminator. Ist halt nur sehr schwierig bei einem Schiff, das in Bewegung. Oh, Alter, der haut aber rein, du. Der ist echt gut.
Und was der gerade kassiert. Und da der nächsten zerlegt. Der hat, glaube ich, der hat zumindest schon 3 Schiffe zerlegt hier. In der Zeit, wo ich ihn gesehen habe. Okay, die sind zu zweit auch noch hier jetzt. Der hat gerade eine kassiert. Das. Oh, nice. Oh, und da kommt der nächste wieder. Alter Vater. Da greifen den nächsten an. Hier ist ja richtig was los hier. Hier ist ja richtig Stimmung. Und so eine kleine Stechmücke, weißt du? Die sind so unglaublich nervig, die Dinger. Den habe ich jetzt vernichtet. Da ist auch keiner mehr an Bord, der mich jetzt snipert. Okay. Und der wurde gerade Mmh.